unglaubliche schnelle Zeit vergeht. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Riedbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Schon sind wir bei Teil 6 zum Thema Motivation. Motivation, ihr habt schon 5 Teile bekommen. Heute bekommt ihr Motivation Teil 6. Heute bekommt ihr schon mal Teil 6. Also so schnell geht's, Freunde. Ich hoffe, dass ihr alle 5 Teile angeschaut habt und schon einiges davon umgesetzt habt, am besten gleich mal alles. Dann kommt nämlich heute der nächste Step, den ihr gehen könnt. Auch das finde ich eine prima Motivation, und zwar die Motivation, dass ihr Folgendes macht. Ihr sucht euch wichtige Personen in eurem sozialen Umfeld und diesen Personen erzählt ihr von eurem Vorhaben und sagt: Bitte, kannst du mich dabei unterstützen, kannst du mich motivieren, ich will gern 10 Kilo, 15 Kilo abnehmen. Kannst du in irgendeiner Art und Weise mich unterstützen dabei? Mach es öffentlich, mach dein Vorhaben öffentlich. Das ist eine Möglichkeit, einmal, wer möchte, in seinem sozialen nahen Umfeld bei Menschen, die ihm ganz arg wichtig sind. So, zu sagen: Hey, du wirst mich in nächster Zeit vielleicht nicht so oft auf Partys sehen, du wirst mich in nächster Zeit vielleicht andere Dinge essen sehen. Bitte unterstütze mich dabei. Gib mir ein bisschen Motivation, achte ein bisschen auf mich und sei bitte nicht traurig, wenn ich vielleicht nicht ganz so oft mit euch ausgehen kann. Weil oft hat man ja in einem sozialen nahen Umfeld eigentlich auch Personen, die einen versuchen zu blockieren. Der Hintergrund dafür ist, dass die Angst haben, dass man aus der sogenannten Sippe austritt. Die haben Verlustangst, die möchten dich nicht verlieren. Die meinen es nicht mal böse, man interpretiert es immer so als Neid. Aber oftmals steckt dahinter, dass sie Ängste haben, dass du nicht mehr zu ihnen gehören möchtest. Dass du nicht mehr so oft bei ihnen bist. Also Verlustängste, also macht euch keinen Kopf, ist aber ein anderes Thema. Da komme ich ein anderes Mal drauf zu sprechen. Also weit ein paar gute Leute um euch herum ein, am besten auch nahe Familienmitglieder, Freunde, was ihr vorhabt. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich freut, dass du ausreichend ihn fragst, dass er dich unterstützt, und schon hast du vielleicht noch einen guten Motivator. Auch eine Möglichkeit ist, wer sowas auf sowas steht, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube und Co., dann eine gute Privatseite hat, Privatprofilseite hat, der stellt einfach mal ein kleines Video hoch, wer Lust hat, zum Beispiel. Er macht ein Bild mit seinem Shirt beim Sport, was auch immer, und teilt den Leuten mit: Freunde, ich habe mir vorgenommen, dass ich mich in nächster Zeit so und so ändern werde. Ich werde einen anderen Lifestyle leben, ich werde mich anders ernähren, ich werde gesünder sein, ich werde weniger Alkohol trinken, ich werde aufhören zu rauchen, ich werde regelmäßig Fitnesssport machen, ich werde mich art- und bedarfsgerecht ernähren, ich lasse den Fastfood weg, die Schokolade weg, ich reduziere den Alkohol. All diese Dinge könnt ihr da reinpacken. Und dann habt ihr natürlich nicht das nahe soziale Umfeld, sondern ein großes soziales Umfeld. Aber wer sich bei Facebook auskennt, der kann natürlich auch entsprechend das Ganze eingrenzen zu einem gewissen Kreis von Menschen. Und dann habt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Motivator, der euch daran erinnert: Bist du noch dabei? Was machst du? Wie läuft es bei dir? Oh wow, du hast schon das und das erreicht. Auch das eine hervorragende Idee. Und zwar soziales Umfeld, wichtige Personen einweihen. Ja, auch das finde ich sehr, sehr stark. Das kann dazu beitragen, dass du motiviert an deinem Ziel weiterarbeitest und dann auch dein persönliches Ziel erreichst. Freunde, das war wieder ruckzuck auf den Punkt gebracht von Mr. T aus Karlsruhe, und ich kann euch garantieren, nach Teil 6 kommt auch ein Teil 7. Bleibt am Ball, schaut euch die anderen Teile an, und wenn ihr Spaß habt daran, dann schreibt mir doch mal unten was rein. Ja, ich bin für jede Verbesserung, für jegliche konstruktive Kritik und Anregung bin ich euch dankbar. Warum bin ich euch dankbar? Genau, weil ich nämlich jeden Tag von euren Kommentaren und von eurem Posting lerne. Yes, das ist tatsächlich so. Und da gibt es demnächst auch noch ein kleines Video. Macht's gut, bis demnächst bei
Teil 7.